Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornel. Wir sind hier bei einer kleinen und wirklich feinen Kornelswelt. Ich werde sie versuchen, sehr, sehr kurz zu halten, weil das Video jetzt gleich auch noch online gehen soll und weil ich mich ganz kurz fassen will, kurz zusammenfassen und alle Hintergrundstories und so, die es durchaus dazu gibt, kommen dann in den nächsten Videos auch einfach mal so als Thema. Also, ne, wer da mehr hören will, kann da gerne reinschauen. Ja, auf jeden Fall. Fangen wir an. Ich bin wieder zu Hause. Ich war das Wochenende ja bei meinen Eltern. Es war sehr schön. Ich hatte sehr viel Spaß. Es gab sehr leckere Schokosahnetorte. Und es war alles sehr schön. Und ich hatte Geburtstag. Dankeschön an alle Glückwünsche, die ich von euch bekommen habe. Dankeschön an... Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, man hört es glaube ich auch gerade, Nase, eigentlich geht es mir wieder ganz gut, aber die Nase ist immer noch ein bisschen dicht, stören wir uns einfach nicht dran, es war klar, dass ich jetzt husten muss, okay, ist egal, ich habe die ganze Zeit nicht gehustet, aber es könnte auch daran liegen, dass ich die ganze Zeit nicht wirklich geredet habe, ist auch egal, also ich war ja zu Hause, ich habe mir von meinen Eltern ja Mario Tennis Open gewünscht und wollte das sehr, sehr gerne let's playen, ich habe Mario Tennis Open jetzt nicht bekommen, das liegt aber auch an anderen Dingen und das ist aber auch gar nicht so schlimm. Ich habe dafür andere Dinge bekommen, dem werden wir uns gleich ein wenig widmen. Und Mario Tennis Open kaufe ich mir vielleicht selber, wenn ich genug Geld habe, jetzt Anfang des nächsten Monats. Vielleicht auch nicht. Wenn ich es mir kaufe, wird es als Let's Play noch dieses Jahr kommen. Wenn ich es mir nicht kaufe, dann, ja, Gott weiß wo, ne, keine Ahnung, dann irgendwann. Ich habe von meinen Eltern zum Geburtstag bekommen ein 3DS-Spiel, und zwar das wunderbare New Super Mario Bros. 2, darf ich jetzt meinen eigenen nennen, es ist noch eingepackt, zu diesem Spiel gibt's eine Story, eine kleine Geschichte, da werden wir uns, ja, die werde ich irgendwann mal bei Zeiten als kleine Anekdote irgendwo mit einfließen lassen. Ich habe auf jeden Fall jetzt New Super Mario Bros. 2 bekommen, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, ich werde es natürlich auf jeden Fall let's playen, ja, da, ich weiß nur noch nicht genau wann, ich glaube nicht mehr dieses Jahr, könnte sein Frühjahr 2014, also relativ früh, könnte Januar, Februar sein, ich weiß es einfach noch nicht genau, irgendwann, irgendwie werde ich auf jeden Fall New Super Mario Bros. 2 let's playen. Das ist jetzt mein eigenes Spiel und aber Mario Jump'n'Run momentan passt das gerade nicht so gut, aber das werden wir auf jeden Fall dann noch machen. Wie gesagt, Mario Tennis Open kommt, wenn ich es verkaufe oder so. Und dann habe ich noch ein bisschen dies und das bekommen, ein bisschen Anziehsachen. Dann habe ich noch ein bisschen Geld für eventuell ein anderes Spiel bekommen, da werden wir uns gleich zu widmen. Und ja... dies und das, ja, so Kleinigkeiten. Und dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Geschenk. Es ist mir wieder ein bisschen unangenehm. Ich hoffe, all diejenigen, die daran beteiligt waren, mögen es mir verzeihen, dass ich da immer so ein bisschen... Ich tue mir immer ein bisschen schwierig damit, dann auch Freude zu zeigen oder so. Ich freue mich unfassbar sehr. Hätte sehr wenig geben können, was mich hätte glücklicher machen können. Ich bin euch unfassbar dankbar. Das Problem ist nur, dass ich das einfach nicht verdient habe. Und ja, danke, wirklich vom ganzen Herzen. Es ist danke an alle, die daran beteiligt waren. Ich werde gleich versuchen, sie alle aufzuzählen. Ich hoffe, mir unterläuft kein Fehler. Ich hoffe, es sind alle, die mir wurden die Namen nur gesagt, beziehungsweise so ein paar Mal gesagt, aber es ist jetzt auch schon wieder 2 Tage her und ich hoffe einfach, stimmt alles. Sollte ich irgendjemanden vergessen oder so, schreibt es mir einfach unter das Video, erwähne ich das nochmal irgendwo. Naja, am nächsten Geschenk sind, glaube ich, 10 Leute beteiligt. Ich werde jetzt einfach mal aufzählen und zwar haben wir da den guten Bossnatz. Richtig, richtig großes Danke. Du hast dieses Jahr schon viel zu viel für mich getan. Es ist einfach, ihr hättet das alle wirklich... alle nicht machen dürfen. Es ist viel zu viel und ich habe das einfach nicht verdient. Vor allen Dingen nicht, nachdem ich schon so viel Spenden angenommen habe dieses Jahr. Aber ist auch egal. Also, der Bossnatz, vielen Dank. Ich werde jetzt nicht immer Danke sagen, weil ich muss jetzt versuchen, das irgendwie zusammenzubekommen. Also, danke an Bossnatz, an Vincentity,
Danke an Mirror und danke an Triss. Danke an Dexter und danke an Sozi. Danke an Wollo und danke an Maxi. Und einen habe ich jetzt gerade noch im Kopf, einer fehlt noch. Ich hatte gerade alle. Jetzt habe ich sie nicht alle zusammenbekommen, weil ich die ganze, weil ich so viel mit Danke und Scheiße und ich habe es nicht verdient beschäftigt war. Jetzt bin ich ein wenig durcheinander. Wen habe ich denn jetzt? Also einen habe ich, einen habe ich noch im Kopf, der, aber einen habe ich jetzt. Wen habe ich denn jetzt? Wen habe ich denn hier jetzt unter den Tisch gekehrt? Oder ich habe mich verzählt. Also, ich möchte mich gerne bedanken bei Bosnats, bei Mirror, bei Triss, bei Vincenity, bei Dexter und Wollo und Sozi und bei Ricarda, also Maxi, und bei der wundervollen Lara, das ist mein Besuch, die hat sich da auch mit dran beteiligt. Die kennt ihr wahrscheinlich so nicht unbedingt unter dem Namen. Danke, wunderschönes Danke, ja, genau. Aber einer fehlt. Ist mir so unangenehm. Es ist mir so unangenehm. Ich hatte das doch gerade alles. Ich hatte gerade alles beisammen. Einer müsste fehlen. Der Bosnat, Zinzenity, Triss, Mirror. Ach, Happy! Ah. Ich glaube, Happy war auch dabei. Genau, dann haben wir sie alle. Also nochmal. Dankeschön an Bosnats, an Happy, an Mirror, an Triss, an Vincenity, an Dexter, an Wollo, an Sozi, an Maxi und an Lara. Das sind alle 10. Dankeschön. Dankeschön. Sollte ich irgendjemanden vergessen haben oder irgendwas falsch gemacht haben, dann korrigiert mich nochmal. Ich wollte eigentlich hätte ich eine Liste kriegen sollen, aber die habe ich nicht bekommen. Deswegen muss ich es jetzt mir so nochmal zusammenfügen. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Dankeschön dafür, für das Geschenk. Und ja, ihr hättet das nicht machen dürfen. Aber ich freue mich riesig. Es ist so ein scheiß Video. Es ist mir so unangenehm. Es tut mir so leid, ey. Das ist. Es ist mir so unangenehm und ja, ich zeig's jetzt einfach mal. Die meisten werden es sich wahrscheinlich denken können, was ich bekommen habe. Ja. Ich habe eine Wii U geschenkt bekommen. Zum zweiten Mal und mit Zelda Wind Waker HD. Ob ich zu Zelda Wind Waker HD ein Let's Play mache, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht aber auch nicht mehr dieses Jahr. Ich meine, Zelda lief bei so vielen Leuten und so, was ich so mitgekriegt habe, bei vielen lief es auch nicht so gut und ich will da mir jetzt nicht unbedingt direkt ein faules Ei ins Nest legen. So einfach, was jetzt so den Let's Play-Wert darstellt. Vielleicht spiele ich es auch einfach offscreen irgendwann mal, wenn ich Lust habe und mir langweilig ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, irgendwann ein Let's Play dazu zu machen. Wir gucken einfach mal. Ja, ich habe eine Wii U geschenkt bekommen von den gerade besagten 10 Leuten. Dankeschön. Es ist mir unbegreiflich und es ist mir mega unangenehm. Und ihr hättet das einfach nicht machen dürfen. Ja, und ich freue mich riesig und ich hoffe einfach, dass ihr mir das glaubt und ja, ich weiß nicht so genau, was ich sagen soll. Es ist ja. Man kann da in so einem Moment nicht das Richtige sagen, weil dafür gibt es einfach nicht das Richtige zu sagen, weil das einfach mit keinem Wort der Welt aufzuwiegen ist und ja, es ist mir einfach extrem unangenehm. Ich möchte mich einfach von ganzem Herzen bei all den Leuten bedanken und ja. Das bedeutet natürlich auch, dass Super Mario 3D World zu 95% bei mir auf meinem Kanal als Let's Play kommt. Ich hoffe, dass ich es Mittwoch schon kaufen kann und weil ich habe Freitag und Samstag jeweils 8 Stunden Uni. Ich hoffe einfach, dass ihr
dass ich es schon am Mittwoch kaufen kann. Dann werden, ich werde, egal was passiert, ich werde mich an niemanden orientieren. Ich werde, es ist mir ganz egal, was andere machen. Ich werde dieses Projekt Freitag starten, am offiziellen Release-Tag. Ein Freitag, da haben die meisten wahrscheinlich kurze Schule oder so. Ich schätze mal, Part 1 mache ich um 13 Uhr und ich werde am Freitag zwei Parts hochladen, einen um 13, einen um 18 Uhr. Ich werde am Samstag dann auch zwei Parts hochladen. Am Samstag kommt natürlich ganz normal, wenn ich es alles schaffe. Ich habe, wie gesagt, zwei Tage, Freitag und Samstag habe ich lange Uni, zwei Tage von 9 bis 17 Uhr, glaube ich. Wenn ich alles schaffe, dann kommt natürlich Samstag erstmal der MK7 morgen um 9:30 Uhr wieder und dann um 12 Uhr wahrscheinlich der erste Super Mario 3D World Part am Samstag und um 17 Uhr oder so oder am 16 der zweite und am Sonntag dann genau das gleiche. Wenn ich dann noch aufnehmen kann, kommt natürlich auch Meat Boy. Ich weiß nicht, ob ich noch ein neues Let's Play bis dahin starte. Eigentlich habe ich ja noch Kapazitäten. Ich wollte ja eigentlich Mario Tennis Open, das werde ich dann wahrscheinlich aber, ja, viel, ich muss mal gucken, das wird vielleicht in der Zeit danach starten. Falls ich es mir wirklich kaufen sollte, das weiß ich jetzt noch nicht, weil ich da erstmal die Finanzen abchecken muss. Ab Montag kommt dann wahrscheinlich nur ein Part pro Tag. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ja, doch, ich denke schon, ich glaube auch nicht, dass zwei Parts auf Dauer sehr gut unbedingt bei mir laufen würden. Ich bin generell, glaube ich nicht, dass das Projekt sehr gut bei mir laufen wird, weil ich da mit Sicherheit Sonntag dann schon, was weiß ich, wie viele Videos hinten dran bin. Ich wäre auch sehr verbunden, wenn ihr mir nicht schreibt, dass ihr das Projekt nicht bei mir guckt, weil das sind immer so Kommentare, wo ich mir so denke, danke. Wenn ihr das Projekt bei anderen Leuten guckt, ist es total in Ordnung und euer bestes Recht und das wird mich aber nicht davon abhalten, dieses Projekt zu machen, weil das ist ein Titel, den ich logischerweise spielen möchte. Ich möchte diesen Titel auch als Let's Play gucken, bei Wollo, bei Dexter, bei Sozi. Auf jeden Fall. Ach, macht Dexter das auch? Ich hoffe doch. Dann hätte ich mal wieder ein Projekt, was ich auch bei Dexter gucken kann. Ich gucke solche Projekte gerne bei 50 verschiedenen Leuten, weil ich solche Spiele Mario Jump'n'Runs einfach tot gucken kann. Ja, einfach damit ich es auch gucken kann überall und so weiter und so fort, werde ich es logischerweise auch Let's Playen. Allein, das ist schon ein Grund. Weil ich es natürlich auch blind spielen will. Ja, also, und es ist halt ein. Ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt dafür rechtfertige, dass ich das Spiel spiele. Ich spiele es, ja, wenn ich darf. Und ich werde es logischerweise dann am Release starten. Ich werde am Wochenende dann zwei Parts pro Tag machen, einfach da. Ja, einfach nur des Release wegens und danach werden wir wahrscheinlich dann auf ein Part umsteigen. Und ja, wer das bei mir gucken möchte, der darf es sich sehr gerne angucken. Ansonsten, schreibt, aber wie gesagt, diese Kommentare kann man, ich verstehe immer diesen Sinn dieser Kommentare nicht, weil, ja, egal, darüber kann ich mal in einem Let's Play Video noch reden oder so. Das soll jetzt hier gar nicht zu weitläufig werden. Ja, ich habe eine Wii U bekommen, ich habe ja viel zu viel bekommen. Das ist, ich kann mich wieder nur mit hohlen Worten bedanken und das ist immer ein wenig unangenehm. Einfach danke und ja, ihr seid die Besten. Was soll ich noch groß sagen? Keine Ahnung. Einfach nur danke.